Immer mehr seltsame, quallenförmige Objekte, die von Menschen weltweit beobachtet werden können. Dutzende Videoaufnahmen, die uns anscheinend eine ganz neue Form von UFOs zeigen. Doch bereits vor einem halben Jahrhundert tauchten sie schon einmal auf, diese sogenannten Jellyfish UAPs. Wir werfen heute einen ganz genauen Blick auf dieses scheinbar neue Phänomen und auf eine brandneue Enthüllung, die gerade erst reingekommen ist. Und diese hat es wirklich so richtig in sich. Wie immer direkt nach dem Intro. Meine Lieben, in den letzten Monaten tauchen immer mehr Berichte um die sogenannten Jellyfish UAPs auf, also quallenförmige UFOs. Genauer gesagt mit dem Beginn des Videoleaks von Jeremy Corbell. Dieses seltsame Teil, das über einer US-Militärbasis im Irak geflogen sei. Tatsächlich geht derzeit auch wieder ein neues Video viral und es zeigt uns ebenfalls eine mysteriöse schwarze Kreatur, quallenförmig. Dabei wurde dieses Quallen-UFO allerdings schon sehr viel früher dokumentiert, alte Berichte und Fotos, die ebenfalls von diesen Jellyfish sprechen. Wir schauen uns die neuesten und ältesten Berichte dieser Dinger heute ganz genau an. Zuvor aber eine brandneue Meldung, die gerade erst reingekommen ist, vor wenigen Minuten. Harold Malmgren sorgt gerade mit seinen Aussagen für, ja, so einiges an Aufsehen. Und dieser ist nicht irgendwer. Er ist ein ehemaliger hochrangiger Berater, der unter anderem für die Regierungen von John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon und Gerald Ford arbeitete. Also für ganze Generationen von US-Präsidenten. Malmgren gab nun preis, dass er ein Gespräch mit Richard Bissell führte. Dieser wiederum war ein hochrangiger CIA-Offizier. Und so kurz seine Worte auf Twitter auch sind, so beeindruckend sind sie doch auch. Dort ließ er vor wenigen Stunden verlauten: Vor mehr als 60 Jahren erhielt ich die Berechtigung auf höchster Ebene, die Arbeit des Verteidigungsministeriums, dem DOD, zu Atomwaffen und Raketenabwehr zu leiten. Dabei wurde ich von Richard Bissell von der CIA, der für Skunkworks, Area 51, Los Alamos und so weiter verantwortlich war, informell über jenseitige Technologien informiert, aber zur Geheimhaltung verpflichtet. Und das ist wirklich krass und wir alle wissen, was damit gemeint ist. Insbesondere da er jenseitige Technologien sagt. Also nicht nur Phänomene oder irgendwelche Erscheinungen, sondern Technologie, die natürlich nicht vom Menschen stammt. Eine jenseitige Technologie. Auf Nachfrage sagte er nun noch, dass er keine öffentliche Bestätigung suche, sondern dass er einfach nur seine persönliche Geschichte erzähle. Bestätigung seiner Worte würden in den kommenden Monaten von anderen Direktbeteiligten erfolgen. Um es also noch einmal klarzumachen, dieser Mann hat Kohle ohne Ende und eine lange erfolgreiche Karriere. Es gibt einfach keine andere Motivation hinter seinen Worten als eben die Wahrheit. Kommen wir nun aber zu den Jellyfish UAPs. Dieses Video hier macht derzeit die Runde in den sozialen Medien. Es stammt vom 18. August, ist also erst 5 Tage alt. Aufgenommen wurde es von einem Hinterhof aus in Brasilien. Es zeigt uns eine seltsame schwarze fliegende Kreatur mit so etwas wie Tentakeln. Das auffälligste Detail sind aber seltsame blinkende Lichter am Kopf, was natürlich auf einen technologischen Ursprung hindeutet. Allzu viel ist dann auch nicht mehr über dieses Video bekannt. Die Spekulationen gehen derzeit von einer mysteriösen Alien-Kreatur bis hin zu einer Drohne, an der man lediglich etwas befestigt hat.
Ein wirklich seltsames Teil, wenn ihr mich fragt. Ganz ähnliche Theorien gibt es zu dieser Aufnahme hier. Eine Überwachungskamera, die die Interaktion zwischen Hunden und einem unbekannten Objekt aufgenommen hat. Eigentlich würde man sofort an eine Spiegelung denken oder an eine Drohne, von mir aus auch noch an einen Drachen. Wie wir dann aber auf dem Video sehen können, ist dieses Ding viel zu schnell für einen Drachen. Für eine Drohne scheint sie wiederum eine zu abstrakte Form zu besitzen. Dass es aber eben keine Spiegelung ist, das zeigt uns dann die Reaktion der Hunde. Sie reagieren auf das Objekt, was immer es auch war. Es muss also tatsächlich physisch vor Ort gewesen sein. Eine sehr viel bekanntere Aufnahme ist diese hier und dieses Video stammt noch vor der Veröffentlichung des sogenannten Jellyfish UAPs, also diesem seltsamen Ding aus dem Irak, aus dem März des Jahres 2018 nämlich. Und tatsächlich berichteten damals auch einige Medien von dieser Sichtung. So heißt es in einem Artikel der New York Post. Bizarre UFO-Sichtung mitten in der Luft versetzt Flugpassagiere in Angst und Schrecken. Ein Passagier eines Flugzeugs, das über die Ägäis flog, machte Aufnahmen von einem bizarren Objekt, das neben dem Flugzeug flog. Es führt mehrere Manöver aus, die für ein bekanntes Flugzeug unmöglich wären. Es gibt da tatsächlich noch sehr viel mehr dieser, naja, ungewöhnlichen UFO-Erscheinungen. Ich habe da für euch mal eine kleine Zusammenstellung. Schaut da mal rein. Tatsächlich haben diese Jellyfish UAPs einen sehr viel älteren Ursprung. Der bekannteste Fall ereignete sich bereits 1977, vor fast einem halben Jahrhundert, und zwar in Russland. Bekannt als das sogenannte Petra-Sovotschk-Phänomen oder die Himmelsqualle von Petro-Schawotschk. Ich habe da für euch eine kleine Zusammenfassung herausgesucht, ein sehr früher Artikel, der uns genau von diesem Vorfall berichtet. Ich spiele euch dazu immer mal wieder die Originalfotos ein. Dort heißt es: Der geheimnisvollste UFO-Vorfall mit Beteiligung eines quallenförmigen UFOs spielte sich im September 1977 im karelischen Petro-Savotschk ab, 696 Kilometer nordwestlich von Moskau. Etwa 200 Menschen sahen ein unbekanntes Objekt am Nachthimmel. Es flog von Osten aus nach Westen. Das Objekt erinnerte zunächst an eine Wolke. Es war von strahlend weißem Licht umhüllt. Es sendete so etwas wie helle Strahlen aus. Aus umliegenden Regionen in Finnland und dem Bezirk Leningrad wurden ganz ähnliche Sichtungen gemeldet. Dieser Fall wurde als das Petro-Savotschk-Phänomen bekannt. Zunächst wurde es mit einem in dieser Nacht durchgeführten Satellitenstart im Kosmodrom erklärt.
Lev Kindeles, der den Vorfall für die Sowjetische Akademie der Wissenschaften untersuchte, kommt jedoch zu dem Schluss, dass es sich keinesfalls um die Auswirkungen eines Satellitenstarts handeln könnte. Richtung, Größe als auch die Geschwindigkeit sprechen ganz eindeutig eine andere Sprache. Es ist unmöglich, das beobachtete Phänomen in einer zufriedenstellenden Art und Weise zu verstehen, schrieb er in seinem Report. Tatsächlich wurde dieses Objekt von 48 verschiedenen Standpunkten aus gesehen, von Helsinki aus bis über weite Teile Russlands, aber hunderte Zeugen, die von ein und demselben Objekt gesprochen haben. Bis heute ist völlig ungeklärt, was es denn nun wirklich war. Jeder Erklärungsversuch passte entweder nicht oder wurde widerlegt. Ein wirklich sehr interessanter Fall, oder was meint ihr dazu? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das heutige, etwas kleinere Video gefallen hat, so freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr keine neuen Videos mehr verpassen wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Augen auf!